Moin, ich bin der Jules und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Alice Razor in den Feuerlanden im normalen sowie heroischen Modus besiegen könnt. Der Kampf besteht aus vier Phasen, welche sich immer weiter wiederholen, bis entweder ihr oder der Boss im Dreck liegt. Die Flugphase beginnt mit Alice Razor am Boden. Sie wird Anlauf nehmen und in gerader Linie durch die Arena laufen. Steht dabei auf keinen Fall vor ihr, da sie euch mit ihren Klauen töten wird. Beim Laufen lässt Alice Razor Federn fallen, welche von Spielern angeklickt werden können, um Alice Razor in die Luft zu folgen. Teilt eine kleine Gruppe von Fernkämpfern ein, die sich jeweils drei Federn schnappen, um fliegen zu können. Wenn Federn übrig bleiben, solltet ihr diese euren Heilern geben, da das Aufsammeln einer Feder es euch erlaubt, im Laufen zu zaubern. Alle Spieler, die nicht Alice Razor in die Luft folgen, werden in zwei gleich große Bodenteams aufgeteilt. Achtet dabei darauf, in beiden Teams ausreichend Spieler mit Unterbrechungseffekten zu haben. Wenn ihr in der Luft seid, ist eure Aufgabe einfach beschrieben. Fliegt durch die hinter Alice Razor spawnenden Flammenringe, um euren Flugbuff aufrechtzuerhalten und zusätzlich eure Tempowertung stark zu erhöhen, während ihr ebenfalls darauf achtet, den spawnenden Feuerwolken auszuweichen. Wenn ihr hier oben keine Fehler macht, braucht ihr keine Haltung. Solltet ihr es schaffen, durch 25 Flammenringe zu fliegen, erhaltet ihr einen zusätzlichen Buff, der eure kritische Trefferchance um 75% erhöht. Wenn möglich, schickt unbedingt Feuermagier in die Luft. Eure Bodenteams bekommen es mit drei Arten von Ads zu tun. Dabei ist es wichtig, dass die Teams sofern möglich auf ihren Hälften bleiben, da Alice Razor regelmäßig zum Tiefflug ansetzt und erneut durch die Mitte der Arena fegt. Die wichtigsten Ads für die Bodenteams sind die brennenden Initianten. Diese spawnen am Rand der Arena und sollten immer fokussiert werden. Sie wirken einen Pyroblitz, den ihr unbedingt unterbrechen müsst, und beschwören einen Lavaball, dem ihr ausweichen müsst. Zusätzlich spawnen Flammenwürmer im Raum, welche sich im Kreis drehen und Feuer spucken. Diese könnt ihr jedoch nicht angreifen, sondern eure Tanks müssen sie mit den hungrigen Jungtieren, die dritte Art von Ads in dieser Phase, zu den Würmern locken, damit diese aufgefressen werden. Für eure Tanks ist es wichtig, dass sie sich zu Beginn der Phase schnell zu den spawnenden Eiern in der Mitte der Arena bewegen, da die daraus spawnenden Jungtiere stets das Ziel angreifen, was dem Ei am nächsten stand. Es ist wichtig, dass ihr die Jungtiere so lange leben lasst, dass ihr alle Würmer von ihnen auffressen lassen könnt. Ihr solltet die Würmer aber auch nicht alle sofort fressen lassen, da die Jungtiere einen Wutanfall bekommen, wenn sie nicht regelmäßig einen Wurm fressen können. Nach 3 Minuten beginnt die Tanzphase. Hier gilt es, am Leben zu bleiben und im besten Fall auch noch zusätzlich auf dem Boden spawnende Feuerringe einzusammeln. Alice Razor wird die Mitte und den Rand der Arena in Flammen einhüllen, sodass ihr euch nicht in den hier rot gekennzeichneten Flächen aufhalten solltet. Zwischen Mitte und Rand wird es 4 runde Bahnen geben, auf denen Feuertornados im Kreis wirbeln. Dabei wirbeln die Tornados in nebeneinander liegenden Bahnen stets in die andere Richtung, was ihr hier an den weißen Pfeilen erkennen könnt. Am besten lauft ihr einem Tornado nach und wechselt die Bahn, sobald ein Tornado auf der nebenliegenden Bahn an euch vorbeikommt. Als Beispiel hier einmal für euch an dem eingezeichneten Nahkämpfer erklärt. Der Nahkämpfer läuft dem Tornado mit der Nummer 1 hinterher. Sobald der Tornado mit der Nummer 2 an ihm vorbeikommt, wechselt er auf die violette Bahn und verfolgt den Tornado mit der Nummer 2. Als nächstes wird der Tornado mit der Nummer 3 an ihm vorbeikommen, sodass der Nahkämpfer wieder auf die grüne Bahn zurückwechselt und den Tornado mit der Nummer 3 verfolgt. Das ganze Spiel wiederholt sich und der nächste Spurwechsel steht an, wenn der Tornado mit der Nummer 4 an ihm vorbeifliegt. Sobald die Tanzphase überstanden ist, beginnt die Nuke-Phase. Alice Razor wird bewegungslos in der Mitte des Raumes liegen und zusätzlichen Schaden erleiden. Zieht hier unbedingt Heldentum bzw. Kampfrausch und macht so viel Schaden wie möglich auf den Boss. Am Rand der Arena spawnen Ads, welche ihr lediglich stunnen, aber nicht töten müsst. Umso länger ihr die Ads stunnen könnt, desto länger könnt ihr den Boss mit erhöhtem Schaden angreifen. Sobald der Boss wieder 50 Energie hat, erwacht er aus seiner Schwächephase und die Heilphase beginnt. In dieser Phase kommt erheblicher Schaden auf den Raid und auf die Tanks. Ihr solltet euch als Gruppe nah am Boss sammeln, eure Tanks stehen jeweils links und rechts vom Boss. Alice Razor muss in dieser Phase getankt und aus der Gruppe gedreht werden. Da der Boss einen stapelbaren Debuff auf den aktiven Tank macht, solltet ihr bei 75 Energie abspotten und den Boss sich umdrehen lassen, sodass ihr den Tankschaden gut aufteilt. Sobald der Boss wieder volle Energie hat, beginnt erneut die Flugphase von vorne. Im heroischen Modus ändert sich ausschließlich die Flugphase. Regelmäßig spawnen nun Meteore in der Mitte der Arena, welche ihr sofort töten müsst, da Alice Razor kurz danach einen Feuersturm über die gesamte Arena wirkt und ihr euch hinter einem der getöteten Meteore verstecken müsst. Auch eure fliegenden Spieler müssen zurück zum Boden kehren und sich hinter dem Meteor verstecken. Zusätzlich spawnen in dieser Phase nun mehr hungrige Jungtiere und Würmer, sodass eure Tanks in dieser Phase mehr zu tun bekommen als im normalen Modus.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Kommentar, ein Like und ein Abo freuen. Hier verlinke ich euch auch nochmal zwei meiner anderen Videos. Ich wünsche euch viel Erfolg in den Feuerlanden, guten Loot und dann bis zum nächsten Mal.